Es ist ein heißer Sommer, in der Halle steht die Luft und am Bandel hetzen Arbeitsfrauen im Takt. Schneller, schneller, immer weiter, jeder Auftrag kehrt erfüllt und ein Teil von ihnen fühlt sich schon als Frack. 41 Grad hat's beim Fließband und keine Kühlung ist in Sicht. Für die Frauen, die an die Folterbandeln stehen. Und sie trauen sich auch nicht aufhören, weil gehorchen, das ist Pflicht, auch wenn andere bei der Hitz schon längst heimgehen. Ja, das Fließbandel, das dreht sich allerweil im gleichen Takt und die Arbeitsfrau muss schauen, dass nicht zurückbleibt. Aber dann trat sie das Bandel vor ihre Augen und sie liegt am Boden vierer Zeit. Plötzlich bricht eine Panik bei der Firmenleitung aus, die Maschinen dran sie bei 40 Grad an. Und die sind ja nicht so leicht zu ersetzen wie die Frauen, also kühlen wir's früher wie die Menschen an. Über das Fenster, die da oben Lüftungsglocken gehen, doch aus Brandschutzgründen bleiben die immer zu. Und die bleihäutigen Dämpfe steigen den Frauen ins Hirn und die meisten haben schon für ihr Leben genug. Ja, das Fließbandel, das dreht sich allerweil im gleichen Takt und die Arbeitsfrau muss schauen, dass nicht zurückbleibt. Aber dann trat sie das Bandel vor ihre Augen und sie liegt am Boden vierer Zeit. Aber wenn's die Schilling brauchst für die Butter auf der Brot, dann schau, dass du nicht krank wirst, weil das tut man nicht. Bist das trotzdem einmal, dann lass das nicht ansehen und komm ja nicht in die Hocken spät. Ja, das Fließbandel, das dreht sich allerweil im gleichen Takt und die Arbeitsfrau muss schauen, dass nicht zurückbleibt. Aber dann trat sie das Bandel vor ihre Augen und sie liegt am Boden vierer Zeit. Das Bandel, das dreht sich allerweil im gleichen Takt und die Arbeitsfrau muss schauen, dass nicht zurückbleibt. Aber dann dreht sie das Bandel vor ihre Augen und sie liegt am Boden vierer Zeit.